Das Stadtarchiv in der Gagarinstraße ist das historische Gedächtnis Geras. Neben den offiziellen Dokumenten aus der Stadtgeschichte sind es auch immer wieder Nachlässe von Privatpersonen und Sammlungen, die den Bestand des Archivs erweitern und bereichern. Eine ganze Reihe von Schenkungen ist in den letzten Monaten hinzugekommen, insgesamt 317 sogenannte Verzeichniseinheiten. Einige davon stellte Stadtarchivleiter Klaus Brodale am Donnerstag der Presse vor. Darunter waren auch zwei Nachlasssammlungen, über deren Zugang man sich besonders freute. Zum einen wären da Schriftstücke, Urkunden und Fotos der Familie des letzten Hofkammerpräsidenten des Hauses Reuß, jüngere Linie, Dr. Wilhelm Ebersbach. Dazu gehört auch ein Fotoalbum mit einmaligen Einblicken in das ehemalige Waldkrankenhaus in den 50er und 60er Jahren. Zum anderen verfügt das Stadtarchiv nun über zahlreiche Werke des bedeutenden Gerer Amateurfotografen Kuno Romroth. Ein überraschender Neuzugang, von dessen Existenz man vorher nichts wusste. Der Kuno Romroth war ein Drogist in Gera, der sich in seiner Freizeit als Amateur wirklich in einer absoluten hohen Qualität der Fotografie gewidmet hat. Und er hat sich spezialisiert auf Landschaftssujets, wo er mit einem ausgezeichneten Blick für bestimmte Situationen seine Motive ausgewählt hat und diese danach im Fotolabor sehr stark, oft sehr stark bearbeitet, teilweise verfremdet hat und hier zu Ergebnissen gekommen ist, bei denen, wenn man sich die Fotos betrachtet, manchmal die Übergänge zwischen Fotografie und Malerei schon fließend werden. Neben den großformatigen Landschaftsbildern, die wie Gemälde wirken, stehen dem Stadtarchiv nun auch Romroth-Fotografien zur Verfügung, die das Leben in der Landwirtschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts einzigartig dokumentieren. Und wer wissen will, welche Schätze noch in den Archiven der Stadt Gera lagern, kann das demnächst übrigens online recherchieren. Auf den offiziellen Internetseiten unter www.gera.de.